Eine Stadt im Ausnahmezustand. Landshut präsentierte sich vom 4. bis 7. Juni als Gastgeber für die Fußballiade, dem größten Amateurfußballfest Deutschlands. 40.000 Menschen, darunter rund 4.000 aktive Spielerinnen und Spieler aus insgesamt 270 Mannschaften, verwandelten die niederbayerische Bezirkshauptstadt 4 Tage lang in ein Meer aus Fußballbegeisterten und sendeten damit ein Signal an die viel kritisierten Verantwortlichen des Weltfußballs. Liebe FIFA-Fußball, ihr gehört auf die Intensivstation, schaut, dass ihr euch ganz schnell in einer Notoperation unterzieht. Aber wir sind der wahre Fußball. Hier schlägt das Herz des Fußballs bei den Menschen, den Buben, Mädchen an der Fußballbasis. Und die konnten an diesem Wochenende den Fußball in jeder erdenklichen Form genießen. Ob im Funpark auf der Festwiese oder beim Fußballbiathlon, die Fußballjade war für jeden Beteiligten ein absoluter Volltreffer. Fazit ist, schöner geht's nicht. Ein Wahnsinnsglück mit dem Wetter. Überhaupt keine Zwischenfälle. Die Sportler haben sich super verhalten. Die Funktionäre, alles hat gepasst. Aber ist ja auch kein großes Wunder. Nach einer Vorbereitungszeit von 1,5 Jahren, denke ich, haben sie die Leute vom BFV und das Organisationskomitee das auch verdient. Ja, eigentlich ist das Fazit überragend. Also es ist von der Organisation, von der Planung, von der Durchführung hat alles geklappt. Das Wetter war hervorragend. Es gab keinerlei Komplikationen, keine unliebsamen, vorhergesehenen Abläufe, die nicht funktioniert. Das war wirklich insgesamt absolut der Perfektion nahe. Das Highlight war dabei ganz zu Beginn der Fußballjade die offizielle Eröffnungsfeier am Donnerstag mit dem Festumzug durch die Landshuter Altstadt. Top Wetter haben wir gehabt immer und die Unterkunft war super. Also kann man es nur loben. Also es war sauschön. Also ich darf immer wieder rauffahren und es ist einfach ein geiles Erlebnis. Das trifft vor allem auf die beiden niederbayerischen Vereine aus Passau und Deggendorf zu, die ihren Heimvorteil gnadenlos ausnutzen konnten. Bei den Jungs räumte die Spielvereinigung Grün-Weiß Deggendorf sowohl bei der U17 als auch der U15 den Titel bei den Club Championships ab. Vor allem Letztere konnten dabei im Finale mit einem 4:0-Sieg über den schwäbischen Vertreter FV Weißenhorn überzeugen. Auf alle Fälle. Wir sind zwar als Bayernliga-Mannschaft hergefahren und von der Liga her waren wir die Stärksten. Allerdings bei Kleinfeld kann man das immer nicht sagen. Auch kleine Mannschaften haben 4, 5, 6 Spieler drinnen, die Fußball spielen können. Und die haben wirklich gut dagegen gehalten, stellenweise. Der ein oder andere Gegner war ein wenig schwächer. Mein Gott, nein, die waren gern dabei. Es war ein schönes Turnier mit 40 Mannschaften und es hat riesig Spaß gemacht. Begeisterung also, wohin man blickt. Dementsprechend positiv fällt auch die Bilanz der Verantwortlichen aus. Das Fazit ist genauso wie das Wetter, nämlich perfekt. Ich habe 4 Tage lang nur strahlende Augen von jungen Menschen hier erlebt. Die Vereine sind alle voll mit bei der Sache gewesen, haben mitgewirkt. Ich bin einfach überwältigt davon und es zeigt auch, welche Kraft im Amateurfußball mitsteckt. Der Fußball hat eine Zukunft und wir müssen ihn eben entsprechend gut aufstellen. Das Konzept Bayern feiert Fußball ist also voll aufgegangen. Eine Wiederholung der ersten Fußballjade ist angesichts dieser Bilder wohl selbstverständlich.